Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rivalstar Horse. Und zwar, wir haben ja ein Fohlen gezüchtet und das werden wir heute auch noch abholen. Dafür gehen wir einmal in den Stall und in die Fohlenbox. Und zwar besuchen wir einmal die gute Mausi hier und füttern mal, damit die Werte auch gut sind. Und zwar so. Und dann holen wir die Stute ab, beziehungsweise schauen uns das Fohlen an von der Stute, wo wir bei der letzten Folge gedeckt haben, beziehungsweise zusammen gezüchtet haben. Dazu müssten wir jetzt einmal kurz hier zurück. Aber davor hole ich noch ganz kurz das hier, weil jetzt mittlerweile durch die verstrichenen Tage kann ich es jetzt mittlerweile holen. Ist jetzt zwar nicht so ratsam, aber da wir es ja nicht haben, egal. Und zwar, wir haben ja ihn hier gezüchtet, hier die Mausi, Devil Display. Und die werden wir jetzt mal groß holen. So, also man sieht auf jeden Fall, der Stiefel hinten, der Sockenstiefel ist vorhanden. Das Rötliche ist jetzt definitiv intensiver, man sieht es. Man sieht das Fuchsrot auf jeden Fall. Also das ist jetzt mehr ein Fuchs als jetzt ein Kastanienfarbener. Hier sieht man nochmal den Stammbaum von ihm, den guten, den Devil's Display. Irgendwie passt der Name mit Devils, weil roter Teufel geht ja leider nicht. Den gab's ja nicht, weil die Namen, die in dem Spiel vorgegeben werden und als Kommentar vom Kommentator abgegeben werden, sind originale Namen von echten Rennpferden. Und mir gefiel halt der Name Devil's Display am besten. Und da wir jetzt ja ihn jetzt groß haben, gucken wir einmal, wie der Gute im Rennen ist. Jetzt müssen wir bloß kurz suchen. Ihr müsst jetzt, glaube ich, nach ihr kommen. Perfekt. Und dann lassen wir reiten oder gehen wir reiten? Ne, wir gehen nicht reiten, wir lassen es. So. Wir gucken jetzt erstmal gemeinsam, welche Startbox wir haben und dann melde ich mich nach dem Rennen wieder. Und es ist die Startbox Nummer 7. Okay, wir sehen uns dann. Bis gleich. Ready for the off at Three Oaks. Devil's Display, the favorite in an interesting lineup. Off they go. Devil's Display, off to a magnificent start. Bookies are nervous. Deluxe Certainty going with them. Devil's Display in first spot. Deluxe Certainty in second place. Tula Twinkle trying to outdo them. Just ahead of Captain Galleon. Heads up and down with Otter's Suspicion. Still going, it's Devil's Display. Otter's Suspicion stretching now. Engaging with Tula Twinkle. Satisfactory shot in seventh position. Going hammer and tongs with Captain Galleon. Devil's Display still outrunning the rest. Dilemma Soldiers pushing past horses. Otter's Suspicion jockeying for position. As they straighten for home, it's Devil's Display. Dilemma Soldiers watch the front. Devil's Display in first spot. Devil's Display takes a fantastic win. Just holds on. Okay, also wir haben einen sehr guten Gewinn gemacht. Also ein super gutes Rennen. Gar nicht mal schlecht für ihn. Was mir auffällt, die Hengste, die ich züchte, die ziehen immer ab. Ich habe bis jetzt Hengste gezüchtet, die sehr schnell abziehen beim Sprint. Die Frage ist, verkaufen wir Devil's Display irgendwann oder behalten wir ihn? Denn ich habe ja heute noch was vor. Denn ich will ja nicht nur Devil's Display, jetzt sagen wir mal so, in den Verkaufspunkt bringen, sag ich jetzt mal, sondern
Ich werde vielleicht mit ihm eine Stute decken lassen, beziehungsweise züchten. Weil ich habe viele Stuten und ich möchte halt gerne ein bisschen eine Art Grundrezeptur, einen Grundbaustein haben, damit ich bestimmte Pferdefarben züchten kann. Ich versuche zwar seit mehreren Tagen permanent einen Rappen zu züchten, bisher immer wieder entweder ein Fuchs oder ein Champagne, ein Palomino oder ein Schneefleckenschecke, ein Apfelschecke oder generell Äpplungsschecke. Tobianos habe ich bis jetzt mit euch weder zusammengezüchtet noch offline gezüchtet. Also sind generell immer entweder trikolorfarbene Pferde oder zweifarbige Pferde, wo jetzt zum Beispiel oben hell sind und an den Beinen mehr ins Dunkle übergehen. Hier halt auch karottentechnisch, wie man sieht. Und ich habe zwar Pferde mit dem Grundbaustein von Rappen. Okay, durch den Bug sieht man es jetzt nicht. Ich hasse diesen Bug. Diesen und diesen Mähnen- und Schweif-Bug. Der passiert immer wieder. Aber man kann nichts dagegen machen. Man kann es zwar mitteilen, aber es tritt halt hin und wieder mal auf. Aber ich hasse ihn zwar, aber es stört mich im Endeffekt eigentlich gar nicht, weil es legt sich eigentlich quasi oder es löst sich nach einem Neustart von dem Spiel einfach wieder. Also das ist relativ normal. Also wenn auch ihr das Problem habt und es nervt euch, versucht es auch einem Entwickler mitzuteilen. Vielleicht kann es sein, dass es durch einen Update ein kleiner Fehler mit reingerutscht ist. Ansonsten nehmt den Bug einfach hin und macht einfach einen Neustart vom Spiel. Wäre jetzt meine Ding, weil mich stört das auch nicht. Ich nehme es zwar mit auf, aber im Endeffekt, mich juckt das nicht. Ich mag zwar solche Bugs nicht, aber im Endeffekt, es juckt keinen. Also mich jedenfalls nicht. Und ja, also ich nehme es halt einfach hin. Und jetzt gucken wir mal noch, mit wem wir züchten kurz, weil okay, ich glaube mal mit die zwei. Ja, hier sieht man auch den Bug. Ja, das Fohlen hole ich in der nächsten Folge mit euch ab, denn ich möchte ja noch ins Live-Event. Ich habe leider vorher nicht aufgenommen, als ich die Preise abgeholt habe. Aber ihr erinnert euch an das letzte Rennen. Wir waren einmal Platz 5 und einmal Platz 8. Also im 1 bis 2 Sterne Platz 8 und 3 bis 4 Sterne Platz 5. Bei dem ersten Rennen 1 bis 2 Sterne bin ich leider auf Platz 9 runtergerutscht und auf 3 bis 4 Sterne sind wir auf Platz 5 geblieben. Und ja, da habe ich mich jetzt auch gerade von Sunset entschieden, dass ich sie jetzt verkaufe. Ich habe nichts gegen Sunsurf, sie ist eine Top-Stute, aber ich brauche im Moment Platz. Und es gibt ja auch so, dass man ab gewissen Quests, also Tagesaufgaben, halt Pferde verkaufen muss. Das habe ich jetzt in dem Falle jetzt mal vorgemacht, das war eigentlich keine Aufgabe von mir speziell. Aber wir züchten diese Rassen immer wieder, das heißt also, sie kommt irgendwann mal wieder von der Zucht. Ja, das sehen wir aber dann noch. Ich würde jetzt sagen, wir gucken erstmal noch, welche Startnummer wir ziehen. Und es ist Startnummer 6. Mal gucken. They're ready to go at Breaker Bay. High hopes for the favorite Dubious Basket. Anorak area, hoping for an upset. So, ich melde mich jetzt aus der Stadtbox zurück und wir legen los. Ja, wie immer versemmle ich. Typisch. Also den Start, den versemmle ich. Vehement. Irgendwie.
Ach so, wenn ihr oben oder unten oder links oder rechts einen Rand seht und ihr euch stört, sagt mir bitte Bescheid. Mir ist nämlich beim Star Stable Video gestern was aufgefallen, dass ein Rand links und rechts war. Ich weiß nicht, ob es euch gestört hat oder ob es so war. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo dran es liegt. Ich kann gucken und kann vielleicht schauen, dass ich beim nächsten Mal dann definitiv wieder normal aufnehme, dass es, also dass der Rand weg ist. Ich versuch's zumindest. Also wenn es euch stört, lasst es mich gerne wissen, weil ich selber finde das jetzt eigentlich jetzt nicht störend, aber es ist immer wieder unterschiedlich, was andere dafür denken. Weil, falls euch das wirklich stören sollte, dann mache ich den Rand weg. Aber ich gucke dann, wo es daran hängt. So, dann gucken wir jetzt mal, welchen Platz wir gemacht haben. Und es ist... Was? Wir sind beim letzten Mal auf Platz 5 gewesen. Und was? Jetzt schon wieder? Okay, was ist eigentlich los? Was ist gerade momentan mit mir in Rivalstar los? Fünfter Platz. Ja gut, unter die 1:11.5 bin ich nicht gekommen, aber wir sind definitiv auf Platz 5. Aber ich glaube, ich rutsche wieder runter irgendwann. Das ist bei mir und den Rennen immer typisch. Ich falle immer runter, sobald man mal ein bisschen inaktiv ist. Und dann gehen wir jetzt noch in die erste Kategorie. Und dann nehme ich Hexagon Bassoon, weil das ist eigentlich meine Top-Stute gerade. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der Startbox wieder. Waiting for the start at Breaker Bay. Punters hoping for a comfortable win for the favorite, Natural Fever. Hexagon Bassoon, only with an outside chance today. Dann melde ich mich zurück. Wir sind in der Startbox und es geht los. Ja. Okay, das ist definitiv komisch. Im ersten Rennen versemmle ich zu spät und bei Hexagon Bassoon perfekt. Okay, ich habe echt null Plan, was das gerade war, aber ja, passiert. Einmal muss man halt irgendwie versemmeln, finde ich, weil es halt auch einfach mal passiert. Wir sind halt relativ jetzt im hinteren Feld, weil die Gegner relativ stark sind. Und glaub auch mal, dass im Ranking-System selber auch ein paar dass auch da ein paar Star-Club-Reiter mit dabei sind. Ich muss jetzt gerade selber nämlich nachdenken, weil bei Star Stable heißt es Star Rider. Und hier heißt es Star Club. Und ich komme manchmal ein bisschen durcheinander, wenn das mit beiden anfängt, also mit Star anfängt. Und wir kommen relativ nicht weit vor, aber wir haben trotzdem ein gutes Rennen gemacht. Und wir sind auf Platz 38. Ja, ein Star Club ist auf jeden Fall mit dabei auf Platz 1, das sieht man. Und wir sind hier unter die 1:17 gekommen. Sehr gut. Aber ich denke nicht, dass ich es lange halten wird, weil man muss wirklich, wenn man Live-Events macht, permanent hinten dran sein. Also sprich, man muss wirklich dranbleiben. Hier hat man es gesehen, ich bin runter auf Platz 10 von Platz 5. Also von Platz 5 runter auf Platz 10. Wenn man wirklich im Live-Event nicht jeden Tag oder sobald man diese Tickets wieder frei hat, dran teilnimmt, kann es durchaus möglich sein, dass man halt eben runterrutscht. Wenn man oben bleiben will, muss man halt eben
die Rennen täglich machen. Würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal.